Hey, jetzt ist es Zeit, unseren Wasserkefir abzufüllen und zu ernten. Und das zeige ich dir jetzt, wie es geht. Also, als erstes, wie entscheidet man jetzt, ob der Wasserkefir fertig ist oder nicht? Die gute Nachricht ist, das darfst du selbst entscheiden, wann auch immer er dir schmeckt. Er wird während der Fermentation immer langsam saurer, der Zucker wird immer weiter abgebaut. Es wird weniger süß, saurer und bekommt so eine Art, sag mal, fermentierten, gärigen, hefigen Geschmack, so ungefähr. Und um zu schauen, wie weit dein Wasserkäfer schon ist, kannst du dir so einen sauberen Strohhalm nehmen. Ich habe hier so einen Edelstahlstrohhalm und dann einfach einmal kurz rein und kurz testen. Der hier ist tatsächlich perfekt für mich. Ich mag den mehr so auf der intensiveren Seite und nicht mehr so süß. Und da ist er jetzt an einem guten Punkt. Wenn er dir noch zu süß ist, dann kannst du ihn einfach noch ein bisschen stehen lassen. Also nochmal so einen Tag ungefähr, vielleicht 12 Stunden. Kannst du dann nochmal gucken. Der Wasserkefir ist ja immer relativ schnell im Fermentieren. Und wenn er dir schon zu stark ist, dann siebst du ihn trotzdem ab und lässt ihn einfach nächstes Mal ein bisschen kürzer fermentieren. Und so zu starken Wasserkefir kann man meistens ganz gut mischen mit Saft zum Beispiel oder mit Wasser und dann so als Schorle trinken. Und dann wird ja so dieser starke Geschmack so ein bisschen verdünnt. Genau, jetzt können wir den in verschiedene Flaschen abfüllen. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, was ihr nutzen könnt. Bügelflaschen sind gut, Flaschen mit Schraubverschluss könnt ihr verwenden. Große, kleine, könnt ihr auch Flaschen recyceln, wie ihr wollt. Es ist nur so, dass selbst wenn wir den Wasserkefir absieben und die Kristalle rausnehmen, dann sind ja jetzt ganz viele Mikroorganismen auch in der Flüssigkeit enthalten. Glücklicherweise, deswegen ist er so probiotisch. Aber das heißt, auch wenn wir den in die Flasche füllen, dass er auch noch ein bisschen weiter fermentiert. Und in so einer Bügelflasche zum Beispiel, die ist wirklich sehr fest zu, da kann dann der Druck auch nicht entweichen. Das kann man auch nutzen, um Kohlensäure aufzubauen. Erkläre ich euch auch noch mal ganz genau, wie das geht mit der sogenannten Zweitfermentation, heißt das. Aber das heißt auch, wenn ihr den in so eine Flasche füllt, dass man immer mal kurz auf- und zumachen muss und mal den Druck ablassen, damit es nicht zu stark wird und dann, wenn ihr es aufmacht, kommt es euch alles entgegen. Ne? Das wollen wir nicht. Weil so ein Schraubverschluss kann sich auch ein bisschen Druck aufbauen. Die halten aber weniger, weil die einfach nicht so dicht sind wie so eine Bügelflasche. Kann man sich auch ein bisschen zunutze machen. Wenn man zum Beispiel auch keine Kohlensäure mag, dann macht man den Deckel einfach nicht ganz zu, sondern nur so sozusagen zu und nochmal ein kleines Stück wieder auf. Dann kann die Kohlensäure einfach entweichen. Kann man hier bei so einer Flasche auch machen. Dann muss man auch nicht kontrollieren oder irgendwas, weil der Druck einfach entweichen kann. Genau, und in so einer braunen Glasflasche ist der Wasserkefir natürlich auch nochmal lichtgeschützt. Die Vitamine und so weiter, die da drin sind, können sich ein bisschen besser halten. So, ich nehme jetzt mal hier diese große Flasche. Und dann ist das Ganze eigentlich ganz easy. Ihr nehmt euch einen Trichter und ein Sieb. Mein Trichter ist aus Edelstahl, deswegen darf ich den nehmen. Und dann einfach gut zielen. Zack. Und da rein. So, ihr seht, was jetzt noch im Glas ist, sind die Wasserkefirkristalle. Die Zitrone schwirrt da auch noch rum. Und ich mache das meistens so, dass ich die Zitrone dann auch noch ein zweites Mal mit reinnehme. Die Trockenfrüchte auch. Wenn man dann irgendwann bemerkt, dass die so richtig zombieartig und ausgelutscht aussehen, dann kann man die auf jeden Fall auch mal erneuern. Dann haben die Mikroorganismen sich da schon alles rausgelöst. Und genau, das hier kann ich jetzt quasi sofort wieder ansetzen. Wieder Wasser dazu, wieder Zucker dazu, wieder Zitronensaft dazu und kann eine neue Fuhre machen. Und das hier kann ich jetzt natürlich sofort trinken, wenn ich möchte. Und ansonsten könnt ihr das im Kühlschrank aufbewahren. Das verlangsamt die Fermentation und dann hält sich das einfach länger. Am besten einigermaßen fest verschlossen. Je nachdem, ob ihr Kohlensäure wollt oder nicht, macht ihr den Deckel ganz zu oder ein bisschen auf. Und dann kann man das einfach trinken, so über die nächsten 1 bis 2 Wochen. Denkt dran, wenn ihr den jetzt wieder ansetzt, habt ihr ja sowieso in 2 oder 3 Tagen wieder neuen Wasserkefir. Das heißt, ich mache das immer ganz gerne so, dass ich auch nur so viel produziere, wie ich weiß, okay, das trinken wir jetzt so in der Woche. Und dann habe ich ja dann sowieso auch wieder eine neue Fuhre.
Der Wasserkefir wird eigentlich in der Regel nicht schlecht, wenn ihr ihn dann so in der Flasche im Kühlschrank aufbewahrt. Es ist eher so, dass irgendwann der Geschmack so ein bisschen anfängt zu leiden, weil der wird dann immer stärker und bekommt immer mehr diesen gärigen, hefigen Geschmack. Und dann irgendwann ist das an einem Punkt angelangt, den die meisten Leute einfach nicht mehr besonders angenehm finden. Aber ich habe noch nie gesehen, dass sich jetzt beim Wasserkefir in der Flasche irgendwie Schimmel gebildet hätte oder irgendwas. Also der ist eigentlich durch die Mikroorganismen, die da drin sind, sehr gut geschützt. Es ist nur meistens so, dass wenn man es länger als 1 bis 2 Wochen aufbewahrt, dass es dann vom Geschmack her einfach nicht mehr so lecker ist. Ja, eine weitere Sache, wenn ihr den im Kühlschrank habt, schaut auf jeden Fall immer mal nach wegen der Kohlensäure. Das geht zwar im Kühlschrank immer langsamer, aber der Wasserkefir, der kann schon auch ganz schön aktiv werden und ganz schön viel Kohlensäure produzieren. Das heißt, kontrolliert das immer mal regelmäßig, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wenn ihr die Flasche fest verschlossen habt. Ja, und das war's schon. Abfüllen geht schnell, wie ihr seht. Und jetzt kann ich den direkt wieder ansetzen und dann beginnt der Zyklus von neuem. Dann habe ich wieder in ungefähr 1 bis 2, 3, je nachdem wie kalt es ist, Tagen habe ich wieder eine neue Fuhre Wasserkefir, die ich ernten kann. Dir hat das Video gefallen? Dann lass uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal.